Hä, was macht denn der da vorne? Also hier können wir 60 fahren. Was Ja, ist jetzt das? kann ich auch wieder 60. Ja, aber was macht denn der da vorne? Mach am besten mal auch bei 60 genau den Tempomaten rein. Ja. Ja, der ist hier bestimmt am Chillen. Ja, ich glaub's auch. Ja, sagt man doch so, oder? Was ist hier eigentlich eine Landstraße? Ja, wobei gleich hier, guck mal, das Schild heißt, Tempo ist jetzt wieder aufgehoben. Jetzt können wir eigentlich Ja, wieder Gas geben. ja. Aber ich würde eigentlich 60 Ah, lassen, noch jetzt kurz. merkt man die 600 PS. So, und dann geht's. Ah, jetzt kommt ein Schwung. Du Ah, musst wir müssen gleich. abbiegen. Genau. Ah. Ach so, er lässt mir die Vorfahrt. Habe ich gar nicht gewusst. Gut, Jetzt eigentlich muss hätte ich mal er gucken. Vorfahrt gehabt. Aber er hat mir geblinkt. Er hat mit seiner. Jetzt ist aber viel Verkehr auf einmal. Wahrscheinlich hat er dir dann irgendwie nur einen Vogel oder so gezeigt. Ich dachte, er lässt mich auch fahren, hat er aber nicht. Wobei eigentlich ist das ja eigentlich nicht unbedingt notwendig, ne? Weil eigentlich könnt ihr ja beide gleichzeitig abbiegen. Ja. Aber trotzdem, je nachdem, wie eng das wird und wie man. Sag mal, ist das Vollgas bei dir? Ja. Fährst du mit Handschaltung? Nein, ich fahre Automatik. Achso, du fährst, glaube ich, mit Handschaltung, oder? Nee, 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 aber. Bin so ein bisschen entsetzt, wenn ich dich hier so hocheiern sehe. Ja, ich weiß auch nicht. Du bist auch entsetzt, da sind wir uns ja schon mal einig. Da war einer aus Deutschland, ich glaub's nicht. Dass es hier noch sowas gibt. Ja, nee, Sind ja wirklich. alle wieder vom Aussterben bedroht. Ja, ja. Ja, jetzt mal im Ernst, das ist ja hier ein akutes Problem. 104 Kilometer noch und hier ist ja auch 60. Ich fahr, trotzdem habe ich gerade schneller als 60. Ich sehe dich gar nicht. Bist du noch hinter mir? Ja, hier. Hä? Ach so. Du bist aber weit hinter mir. 200 Meter vielleicht. Ja. Ja, komm doch mal. Ja, hier ist ja, also hier steht gerade 60. Ich war auch 60, hab ein Tempomat drin. Bei 60. Ja. Ja gut, dann wasch pass auf, dann komme ich ein bisschen näher ran. Jetzt kommt, jetzt ballst du gleich so richtig rein. Ein bisschen näher dran. Ah. Ja, wenn du Gas gibst, dann gebe ich natürlich auch Gas. Nee, ich wollte ja nur mal kurz aus Nur Spaß. mal gucken, was das so bringt. Ja. Ich wollte nur mal gucken, wie viel PS der hat. Aber jetzt bitte nicht überholen, Liam. Da kommen welche. Uah! Jetzt bin ich zu schnell gefahren. Du weißt ja, mit J kannst du Lichthupe machen, ne? J? J. Funktioniert bei mir nicht. Wie? J geht bei mir nicht, Lichthupe. Bei mir ist Lichthupe, habe ich was anderes eingestellt. Aber du weißt nicht, welche Taste, oder? Doch. Ja, und welche? So eine. Wie macht man eigentlich das Fernlicht an? Ja, das ist ja praktisch Fernlicht. Wie? Du, also Das, wo ich jetzt gerade habe. mit K kannst du das dauerhaft anmachen. Hä? Es geht bei mir gar nicht. Dann hast du andere Tasten eingestellt. Die kenne ich natürlich nicht. Fahrst du gerade 80? Nee, ich fahr 60. Wieso? Hier ist 80 erlaubt. Also bei. Oh! Entschuldigung, dann machen wir 80. Ja, ich bumm's gleich, glaube ich, kann ich nicht rein gleich. Nee, bitte nicht. Jetzt hat 80. Wenn du jetzt einmal bremst, dann lege ich bei dir vorne. Ja, nee, keine Angst. Du leuchtest auch schön für mich. Ich brauche fast. Guck mal, ich kann mein Licht ausmachen. Ich sehe was. Echt jetzt? Ja, im Von da Ernst. geht es. Ja, und wenn du Fernlicht anmachst, wahrscheinlich noch. Aber du. Gut, irgendwie kriegen wir das ja bei dir nicht an. La la la. Meinst du, wir schaffen es in 10 Minuten noch? Wohin denn? Bis nach Dingens? Bis zu Auch unserem. Bis schön, zu. wenn Bis zu. sie. Bis zu unserem Kut oder was? Ich denke schon, ja. Ja, das ist ja nicht mehr weit. Also ich habe 41 Kilometer nur noch. Ich auch.
mit rangieren? Ich weiß ja nicht, wie professionell du dabei bist. Es geht bei mir schnell. Aber auch ohne Schaden, ne? Ja. Dann ist sehr gut. Hast du den Führerschein schon mal gemacht als LKW-Fahrer? Also nicht in echt, sondern im Spiel. Wie geht das denn? Ich weiß nicht, in welchem Simulator das ist. Es ist aber auch irgendwie so ein Truck-Simulator und da kannst du einen Führerschein machen. Ach, ich glaube, ist das nicht dieser Scania Trucking? Ja, genau, Scania Truck Driver, ja. Das wäre das, genau. Da könnte ich mir das gut vorstellen, dass es da geht, da aber. Da habe ich nämlich einen Führerschein gemacht und ich hatte sehr gut bestanden. Eine 1,2. Aber die haben nicht nach Fahren bewertet, oder? Doch. Aha, okay. Wer ist das denn für ein Depp, der hier... Ach, das bist du! Ich dachte, wer überholt mich und hupt hier so rum? Das ist, Aber jetzt weiß ich nicht, wo wir langfahren. Geradeaus. Ja. Ah! Genau, Mario, das war bei mir auch Liam. Du bist irgendwie ganz bei dem anderen Punkt, aber irgendwie willst du doch anders fahren. So, jetzt muss er wieder leiten, mein LKW. Wenn er hochfährt. Hier mit 60. Jetzt kann ich dir endlich wieder... Also, der LKW, der hat hier so viel Leistung... Ich hatte noch nie mit dem LKW ein Problem, berghoch zu fahren. Noch nie. Ich bin bei 60 km/h gerade. Hat er während des Hochfahrens so gemacht. Ja gut, bei mir ist auch 60 km/h beim Hochfahren. Aber vorhin war irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwas war los vorhin. Muss man da runter? Ich denke schon. Ja. Okay. Straßburg, das sieht hier so anders aus. Haben die irgendwas an der Map verändert? Ich weiß nicht. Sein vielleicht. Hä? Achso, das Eisverkehr. Wieso blinkst du links? Keine Ahnung. Ich vergiss manchmal den Blinker abzustellen. Aber ja. Du hast 1,2 da. Okay, alles ja, gut. Ja, nee. Also Reaktion hatte ich sogar eine 1. Vom Call of Duty spielen, oder? Ja. Nee, das spiele ich nicht. Ja, aber das ist ja wirklich so, ne? Wenn du hier Handgranate und da nachladen und hier zack und bumm, ne? Knall. Das ist Call of Duty. Also, manchmal. Aber in letzter Zeit auch nicht mehr. Ich persönlich spiele ja eher Simulationen. Also Spiele, ja. Ich mache Simulationen. Spielen kann man das ja auch nicht nennen. Ich spiele Flugsimulator. Das ist ja auch so eine schwachsinnige Aussage. Hast du einen Flugsimulator? Nee, wenn ich hätte, dann würde ich es, glaube ich, aus dem Fenster schmeißen, weil ich sowas nicht kapiere. Ja, das, Ich hatte selbst beim OMSI am Anfang Probleme, den Motor zu starten, bei dem MAN. Beim Standardbus? Ja. Och, Liam. Selbst da. Ja. So, hier links. Du weißt ja, dass hier da, das... Der hat schon den Unfall. Also, achso, hat er einen Unfall gebaut? Oder meine ich das nur? Nö, nee, der hält ja an der Bushaltestelle. Der spielt gerade irgendwie halb OMSI. Ich glaube hier... Ah, ich fahre die ganze Zeit 30. So. Musst du hier rein? Ja, du? Nee, ich nicht. Ich muss einen weiter. Ah. Das ist hier... So, wo willst du deine Ladung stehen haben? Wo willst du die Ladung stehen haben? Auf Nummer sicher gehen? Sorry. Nee, halt, das ist nicht hier, das ist hier. Was macht der denn hier? Was soll ich drücken? Weiß ich nicht, du musst irgendwas jetzt auswählen von den Dingern. Ja, was wählst du aus? Ich nehme immer das, was am schwierigsten ist. Jetzt ist ja vor mir noch einer, der macht das erst. König der Straßen. Aber wo bin ich jetzt? Bin ich in Straßburg? Ja, was ist das denn jetzt hier für ein Huddel? Wenn du den Lader ablegst, bist du dann immer noch in Straßburg? Hä, wo bin ich jetzt? Ah, Gott, hier ist gerade einer, der will hier gerade auch rein. Nur, der kriegt das gerade irgendwie nicht so richtig hin. Und weil das kennst du Tramery, diesen Verladehof Tramery? Ja. Die sind ja so ganz klein, da können nicht zwei gleichzeitig rein. Also, die fahren ja nicht gegeneinander, aber man sieht ja nichts mehr dann.
wenn der eine da schon am Rangieren ist. Bist du jetzt fertig mit dem? Nee, ich muss noch warten, bis der eine hier fertig ist mit seinem Rangieren. Also, wo bist du? Bei Tramari. Nicht bei WCC. Ah, nee, du bist bei Tramari. Ich bin gerade bei WCC, ich bin schon fertig. Nee, ich muss jetzt hier erstmal gucken, dass ich das hier... Das habe ich nicht gemacht. Oh Mann, was macht der denn jetzt hier? Hier richtig Angst. Aber... Ah, ich sehe dich, ich bin gerade hinter dir. So. Siehst du mich? Muss ich gucken, dass ich hier den LKW... Uah. Hallo? So, wo willst du die Ladung stehen haben? Ja, Mensch, jetzt hupen die hier rum, Mensch. Jetzt muss ich erstmal warten, bis der eine hier fertig ist. Also das ist jetzt hier eine ganz heikle Verladesituation, Marc. Ich gehe auch noch rein. Genau, du guckst zu, ne? Ich bin auch drin. Willst du jetzt mal von dem Boss lernen, wie man das macht? Das bin ich. Ah. Ich guck mal, du siehst doch, wo der andere gerade steht, ne? Ja. Da muss ich jetzt hin. Ja. Hier schaffst du das? Oh, das ist natürlich nicht so schwer. Wenn sich dann noch so ein Liam genau vor die Nase stellt, dann wird's noch schwieriger. Ich mache jetzt hier mal Warnblinkanlage an, dass hier alle Kinder sehen, hier wird jetzt gerade heftig rangiert. So. Am besten stelle ich mich jetzt... Oh, gute Fehlfunktion. Wir können arme so, Liam leider mir nicht mehr beim Arbeiten zugucken. Ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe es natürlich, es hat euch gefallen. Klickt einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und dann tschüss, bis zum nächsten Mal, William Socks. Ciao. So, Tim, jetzt können wir dann nachher noch herfahren. So, ja ich bin noch ganz kurz hier am... Du, ich gehe jetzt dann essen, gell? Also, gut. Wir sind gleich... Ich lade jetzt ab und dann machen wir... Ich lasse mein LKW gerade hier stehen. Und dann machen auch wir hier einen Cut, wobei ich würde an deiner Stelle offline gehen, nicht, dass du dann gekickt wirst. Offline? Ja, also einfach hier kurz runtergehen. Du kannst ja gleich wieder hier drauf gehen. Oh, ich muss noch in die Werkstatt. Wenn ich auf dem Parkplatz... Ja, oder mach jetzt einen Speicher einfach hier und geh, mach das Spiel aus. Ja, aber wir sehen uns danach noch, schon noch, oder? Ja, nur wir müssen jetzt erstmal kurz irgendwo den LKW noch kurz vielleicht hinstellen. Okay. Du kannst ihn auch hier stehen lassen, das geht auch. Ja, mach ich auch. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kleinen Cut dann in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal.